Meine Damen und Herren, wir haben uns hier heute versammelt, um das so ziemlich schlimmste Level im Spiel zu erledigen. Aber vorher ein Wort von unserem Sponsor. Warum hassen Elfen Halbelfen? Sie sagen, Halbelfen haben das Dorf in ein Desaster gestürzt. Aber es gab schon Diskriminierung, als ich noch in Heimdall war. Sie sind wahrscheinlich genau wie Menschen. Wie Menschen? Nun, die Einstellung, dass alles, was sich von einem unterscheidet, unheimlich ist. Besonders da die Elfen stolzer sind, als es ihnen gut tut. Wir Menschen müssen uns auch ändern, aber das müssen auch die Elfen. Ja, in Heimdall werden sogar Leut und anderen Menschen seltsame Blicke zugeworfen. Das ist einfach nicht richtig. Ich hoffe, eines Tages werden diese sturen Elfen es verstehen. So, ich habe mich jetzt von meinem Headset befreit, also von dem Ladekabel. Jetzt bin ich frei. Ich wünsche, wir wären frei hiervon. Was ist das für eine Blume? Eine Kackblume. Wow, was ist denn das? Sie ist groß und schön. Sie ist groß, aber nicht schön. Hey, Leute, da drüben ist auch eine. Aber sie sieht anders aus. Du hast recht, sie stößt Wind aus. Rain, was ist? Ich habe das schon einmal in einem Buch gelesen. Es gibt eine Pflanze, die Wind erzeugt, wenn sie gefüttert wird. Das ist unsere liebe Rain. Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in sie. Die Blume da drüben stößt Wind aus. Heißt das, ihr Futter wächst in diesem Tal? Ja, das wäre logisch. Rain, bilde ich mir das ein oder ignorierst du in letzter Zeit meine Liebeserklärung? Wenn ja, sind diese Blumen vielleicht zu irgendetwas Nütze. Ja, das glaube ich auch. Bisher, du nicht auch noch. Mann, Sellos, hältst du vielleicht mal still? Wir lassen dich sonst hier stehen. True, true. Oh, ein Level 4 Game. Oh, welch freundliches Juwel wurde uns da in einer Schatztruhe präsentiert. Wer kriegt das schöne Ding? Mal gucken. Du hast noch keinen. Wir könnten Genius auch Konzentration beibringen. Es dürfte dasselbe sein wie hier. Ha, was haben wir denn hier so Schönes im Angebot? Ich will gönnen. Das ist eigentlich ziemlich witzig, dass sie Tempo hat. Tempo verringert die für einen Spruch benötigte Zeit. Sie hat nicht so viele Sprüche. Ich bin mir nicht mal sicher, ob... Wobei, ich glaube, die Beschwörung zählt als Sprüche. Immunität haben wir, Wach Plus und Combo Plus. Combo Plus ist ziemlich nice, damit können wir mal mehr zuschlagen. Oh, jetzt here we go. Das ist das Ding. Ein edles Granulat. Ich dachte, da wäre eine Truhe, aber nö, es ist nur so eine blöde Pflanze. Ja. Wir haben da noch was zu tun. Wenn das so weitergeht, ist Genius eher fertig als wir, weil Dual Ray fast so langsam ist. Wenigstens ist der Hintergrund schön. Aber ziemlich niedrig aufgelöst, ziemlich pixelig. Ist mir nicht so aufgefallen. Erinnert mich ein bisschen an die Hintergründe aus Tales of Phantasia. Da in der PlayStation 1 Version. Oh, wir sind durch! Toll, jetzt haben wir nicht mal gesehen, wie es aussieht. Ach, man wirft einfach drei Chakrams. Wie schön. Hat sich ja gelohnt. Ich weiß gar nicht, wie sie das hier lernt. Naja. Wir haben noch ein paar Judgment-Übungen. Macht euch einen Tee, das dauert eine Weile. Danke, Regal. Schön, dass du dich darum gekümmert hast. So, was ist jetzt das Gimmick?
Das hier. Und das Ding ist, man muss es korrekt timen. Wenn man es nicht korrekt timet, steht man da die ganze Zeit rum und tut nichts. Oh, wir kriegen gleich einen Kraftschub. Das motiviert doch. Die stehen gerade so schön zusammen. Das dürfte die alle treffen. Ach, war das schön. So, viel dürften die jedenfalls nicht mehr haben. Da, weg mit dir. Oh. Ich muss mich erstmal an den Rhythmus gewöhnen, dass wir jetzt einmal mehr schlagen können. Oh, ein neuer Verbund. Was haben wir getan? Wir haben Kombokraft. Erhöht den Schaden, der durch Kombos zugefügt wird. Was ziemlich gut ist, denn wir sehr gute Kombos. Hey, das ist ja eine Kirima. Ich hätte nie gedacht, dass sie an einen solchen Ort wächst. Stimmt, es ist eine gute Zutat. Kommt, wir nehmen welche mit. Ja, man weiß nie, wenn man so etwas braucht. Schauen wir mal kurz, wie viele wir haben. Wir brauchen diese Dinger nämlich, um die Pflanzen zu füttern. Kann sein, dass wir schon welche im Inventar haben. Und wir haben schon 20. Let's go. Wir sollen sie doch füttern, oder? Wie wäre es mit einer Kirima? Die wachsen da drüben. Ah ja, okay, ich versuch's mal. Ja, Maul auf. So. Seht ihr, jetzt haben wir das nämlich im falschen Timing gemacht. Und jetzt stehen wir hier rum und müssen einmal warten, bis sie es gemacht hat. Das ist richtig nervig. Vor allen Dingen, weil manche Pflanzen einen anderen Rhythmus haben. Das Ding, da ist unser Rückweg. Ist hier nicht auch eine Truhe drunter? Aber sonst wären hier aber zu viele. Hier war so, als wäre hier noch irgendwo eine Truhe gewesen, aber das habe ich mir wohl eingebildet. Au, au, au. Oh, wir haben mich mal getroffen. Regel, es wäre schöner, wenn du mir Gesellschaft leisten würdest in der Offensive und nicht beim Heilen. Ich stehe direkt vor dir. Rain? Rain? Da bin ich auf eine, kann ich mich hier verlassen. Ja, oh, oh, oh. So, au. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Weißt du was, Miguel? Ich schalte deinen Scheiß-Healer jetzt aus. So, der ist eh nutzlos. 1, 2, 3, 4. Und jetzt Kombo. Und wir haben es voll verkackt. So viel dazu. Da bin ich nicht rein. So. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Sie hat eine Kombo-Fähigkeit, damit dass sie sich halt nicht umdrehen kann. Also sie kann sich halt so im Kampf sofort umdrehen, ohne abzubremsen. Das ist halt mega cool. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Kombination dafür ist. Wisst ihr, was das da unten ist? Das da ist eine Truhe mit einer, Dingsens. Mit so einer besonderen Waffe drin. Wie war der Name noch gleich? Keine Ahnung, das ist jedenfalls Diabolo. Eine Waffe der Finsternis. Danke, Genius. Damit haben wir schon zwei. Diabolo ist die Waffe für Perseer. So sieht sie aus. Wir gehen erstmal nach da unten, da ist nämlich noch eine Tour. Du denkst auch, du bist hier ein Türsteher, ne? Aber... So, hast du verdient. Rain? Hier wäre cool. Oh, wir sind vergiftet. Welch seltenes Ding. Ja gut, wir sollten vielleicht die ganzen Dinger vielleicht auch wieder anstellen. Außer Charge. Das kriegt er nicht wieder an. Rain? Okay, das hat er.
Okay, das ist ja auch durch. Das stelle ich dir wieder aus. So, wir geben uns mal kurz eine Bottle. Das hat uns jetzt gerade fast so... Rain! Okay, Regal. Regal ist durch. Er kann wieder auf die Bank. Dieses Ding, das ist zu tief. Ich komme da nicht ran. Die Karten sind nicht groß genug. Der Mittelschlag trifft nicht. Von 4 Schlägen treffen halt nur 2. Vor allen Dingen, wenn ich sie nach unten schlage, macht sie trotzdem Angriffe zur Seite. Das ist halt einfach mega nervig und wir haben nichts mehr zum Kochen. Das ist doof. Okay, Regal kann raus. Wie sieht's bei Lloyd eigentlich aus? Den haben wir jetzt länger nicht mit drin. Lloyd hat eigentlich, ne, er hat nicht mal alles. Okay, da, Hurricane Frost ist ein, Dingsens. Ja, das ist vom Typ, von der Typänderung. Hier hat er Psy-Tempest statt Omega. Boah, ich glaube, ich hätte tatsächlich lieber... Ich hätte, glaube ich, lieber Omega-Tempest, bin ich ganz ehrlich. Oh, das kann nicht vergessen werden. Und das sind die ganzen Kombinationsdinger. Ja, wir sollten Leute ein bisschen kämpfen lassen. Junge, ihr kriegt bei diesem Gem aber auch hinterhergeschmissen. Hey, das ist noch ein Einser. Hier bin ich erwacht. Bisher braucht 4er. Du kannst ja auch noch einen gönnen. So, hier kannst du 6 nehmen. Look, da müssen wir rüber. Hier gibt es noch Kirima. Müssen wir erstmal die hier wieder aufstellen. Falls ihr euch wundert, warum da auch nach einer Amago gefragt wird und nicht einfach, dass ein Dialog ist, wo du nur die Kirima geben kannst. Mit der Amago können wir die eingehen lassen. Au. Ein Godzilla! Es ist wie Godzilla, nur es ist eine Schildkröte. Also eine Turtle. Das ist witzig. Warum haben wir den Wiegel eigentlich darum ziehen? Der war doch fertig. Ich dachte, ich hätte Leute ziehen getan. Und warum habe ich Rain die ganzen Statusdinger wieder angestellt? Und was ist der Sinn des Lebens? So viele Fragen. Das kann aus. Oh, verdammt, ich hab's verpasst. Huh, aber ja, gerade noch so. Tada! Das hier ist ein Rückweg. Da sind die Amagos. Hey, das ist Amago. Hier wächst Amango. Oh, Amango, nicht Amago. Essen diese Pflanzen nicht nur Kirima? Ich weiß nicht, aber vielleicht brauchen wir später welche. Checken wir mal kurz. Wie viele haben wir? Oh, ich hätte mal, als wir bei dem anderen Baum vorbeikommen, dass wir hier einsammeln sollen. Ich glaube, Amango haben wir gar nicht. Gut. Das dauert jetzt ein bisschen. Man kann nämlich nicht mit einem Knopf die Tasche vollbacken. Man kann die Dinger nur einzeln pflücken. Oh, unsere Taschen sind voll. Sehr schön. Gott sei Dank. Ist nichts. Dann geht jetzt eine Etage höher. Hier ist witzigerweise auch nichts. Außer ein Gegner. Aber wir sind fertig. Ja. So. Die sind nicht so schwer. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Unterstützung. Lloyd greift ja wenigstens ordentlich an, wie es sich gehört. Was hast du eigentlich gerade gelernt? Ach, dein Tempest, ne? Dann können wir das nämlich ausstellen. Lloyd. Komm mal kurz her.
Ihr kennt das Spiel. Das dauert jetzt eine Weile. Aber wir werden vorankommen. So, die brauchen wir. Noch ein Vierer. Junge, ist hier Weihnachten? Die dachten sich auch so, Alter, so viel gibt es hier nicht mehr vom Spiel. Packen wir hier alle Level 4 Gem rein, die wir haben. Der kommt weg. Wir nehmen... Immunität braucht sie, glaube ich. Sie braucht auf jeden Fall für ihre so ziemlich beste Skill braucht sie so ziemlich alles. Ein bisschen extra KP ist halt immer cool. So, und hier fängt es jetzt an, komplizierter zu werden. Wir müssen hier Pflanzen gezielt eingehen lassen, glaube ich. Finden wir es heraus. Oh, wir haben es verpasst. Nervig. Kurz warten. Und let's go. Jetzt. Oh, das war, glaube ich, sogar sofort richtig. Mann, sind wir gut. Flammenschienen, die sind ganz offensichtlich für Riegel. Oh, ich will nicht mit Riegel rumlaufen. Lass mal mit Presser rumlaufen. Ausrüstung, da wollte ich doch eigentlich hin. Oder ist das das Kochen? Warum bin ich im Kochmenü gelandet? So. Wisst ihr was? Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Wir gehen. Tüdelümann sieht sich. Gibt's hier? Ein Torpid. Finden wir heraus, für wen das ist. Das ist ein Toroid. Ein Toroid. So heißt es richtig. Spitzname Schung. Niemand weiß, wie es gefertigt wurde. Es wird wohl eher ein ewiges Rätsel bleiben. Super. Jetzt seid ihr fällig. Ich war lange noch nicht. Oh. Oh boy, schlag mich noch einmal. Oder vielleicht auch zweimal. Oh, es war genau einmal. Okay, das war jetzt witzig. Okay, du kriegst jetzt richtig auf die Fresse. Mal sehen. Ja, ich glaube, ich sehe uns bei einem Bomben. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der es überlebt hat. Also, viel hat er nicht mehr. Vor allen Dingen, wir haben gerade beschwört, es kostet normalerweise 100 TP. Das hat uns halt so überhaupt nicht interessiert, weil wir halt dieses, den Smaragd-Trick drauf haben. Wir können es auf den Feenring gehen. Alter, wir haben sowas im Inventar rumliegen. Junge, jetzt können wir so viel Spam. So halt, die Dinger stacken halt. Warum haben wir hier noch so viel Müll? Oh, Treffsicherheit brauchst du ganz bestimmt nicht. So, du musst leben. Lebe, Pflanze, lebe. So, dieses Ding bringt uns da wieder rüber. Vielleicht wir brauchen jetzt den hier. Natürlich ist hier einfach mal ein Monster, wo man warten muss, ne? Junge, ich wünschte, ich hätte noch eine Beschwörung. Was habt ihr eigentlich für eine Schwäche? Nur damit ich das in Zukunft weiß. Okay, da waren wir mit Ifrit jetzt nicht dran. Oh. Für euch habe ich was ganz Besonderes. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Lasst mich mal kurz in meiner Kiste kramen. So.
Jetzt geht's ja richtig los. Jetzt fühlt ihr euch nicht mehr so stark, wa? Gehen wir lieber auf den. Was hast du denn für eine Schwäche? Oh, das Ding ist feier, wie unglücklich. Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Oh man, you're making me study here too. Ungünstig, aber hey. Nein, unsere Blase raucht, das ging auch. Meine, ich fühle mich doch hier so wohl in meiner kleinen Bubble. Gut, wir sehen jetzt einen weiteren Bildschirm. Das da ist unser Rückweg, also die große. Und das hier ist der Rückweg zum Anfang. So halt, wenn wir halt hier lang gehen, fahren wir, glaube ich, nach unten. So, wir brauchen die hier. Das war hier, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Wir müssen die hier kaputt machen. So, weg mit dir. Oder halt, nein, warte, gar nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Du musst leben. Jetzt müssen wir nicht so rüberkommen. Wir müssen die da kaputt machen. Nur aber kurz die Luft rauslassen. So, und jetzt müssen wir die hier kaputt machen. Ja, da ist ja Ruhe und dann können wir sie einfach von den Winden tragen lassen. Tada! Machen wir noch die hier wieder an. Es geht aufwärts. Aber wir standen nicht richtig. Wir müssen hier. Oh, ich glaube, wir stehen wieder nicht richtig. Oh, das zählte noch. So. Und das hier lang? Oh, ich wollte hier gar nicht hin. Never mind, ich wollte eigentlich hier. Ja, das Ding hier ist wohl fake. Jedenfalls zack, zack. Ich hasse dich. Mach nochmal. So, jetzt. Okay. Kurz warten. Jetzt. Jetzt sind wir hier. Oh, wir schaffen das. Wir haben es geschafft. So, was machst du? Ich glaube, hoch finde ich gut. Die hier brauchen wir, glaube ich, nicht. Never mind, die brauchen wir doch. Ja, das wirst du bereuen. Wir machen nicht mal Schaden. Tja, wir haben da leider keine gute Illusion. Wir könnten uns von dem Ding treffen lassen, um den Kraftschub zu provozieren. Nehmen wir Tidal Wave. Ach ja, das wirkt ja nicht auf die. Hab's vergessen. Also, Gene, es wird wieder keinen Schaden drauf machen. Machst du da erst recht keinen drauf? Gene? Oh, ich glaube, wir haben dir alles ausgestellt, oder? So halt.
kannst da ruhig weiter drauf angreifen. Ja, mach mal. Wir müssen uns kurz heilen. Oh, falsches Ding. Nein, richtig, nein, doch, falsches Ding. Wir brauchen Zitrus gehen. La la la. Oh, das ist. Das ist jetzt Chefsache hier. Da fliegt uns was entgegen. Au! Ich wünsche China hat die Kraft, du können wir beschwören. Wir sind dann in 10 Jahren auch mal fertig. Wir schaffen das schon. Alles eine Sache von Geduld. Und davon habe ich eine Menge. Wir nehmen auch wieder TP. Oh, falsches Ding. Tidal Wave verbraucht zwar viel TP, aber wir haben damit viele Treffer. Wir machen ja mit allen wenig Schaden. Könnten mal. Ja, an dem Ding knabbern wir noch eine Weile. Haben wir irgendwas, was mehr Schaden macht? Können wir mal ein bisschen was ausprobieren. Vergessen wir bei Jesus zu drücken. Oh, das Ding auch noch. Okay, Thunderblade ist definitiv the way to go. Macht ganz gut Schaden. Und das kriegen wir schnell gecastet. Das macht mehr als Tidal Wave. Vor allen Dingen, es kostet halt nicht so viel TP. Ja, wir kommen voran. Vor allen Dingen dank dem der Erfahrungsfähigkeit von Genius, dass dieser Kreis da unten, wo man den halt regelmäßig drückt, geht der Zauber schneller. Man kann den halt einfach spammen. Man muss nicht auf irgendeinen Rhythmus achten. Weil Spam geht halt richtig schnell. So, das war jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe eine Teilung gekriegt. Und ein Elixier. Hat sich doch voll gelohnt. Dafür, dass wir vorbereitet waren, war das doch richtig gut. Ich nehme hier auch jeden Kackgegner mit, ne? Ey, die Unruhe will ich mal wieder voll haben. Geht doch. Hier ist nichts. Hi. Ciao. Wo bist du? Ich hasse dich. Was hast du für eine Weakness? Ich wollte gar nicht flüchten. Kümmern wir uns mal kurz drum. Oh, ich muss Genius noch seine Attacken wieder sperren, ne? Na, habe ich schon gut. Na, das ist gut. Oh, let's go. Ach, ist das Falsche? Oh, das war das Falsche. Wir brauchen Lightning. Wir brauchen das Tethys Seal, nicht das Silver Seal. So, let's go. Oh, der Kampf ist vorbei. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ein Traubnier.
Ich wusste ganz genau, dass das ein Armreif war. Fragt mich nicht warum, aber ich wusste irgendwie, dass das einer war. Habe ich mir gemerkt. Das war irgendwie wo ganz tief in meinem Hinterkopf drin. Apropos tief im Hinterkopf, wird Zeit, dass wir euch was in den Hinterkopf kloppen. Oh, ich habe gehofft, dass ich ihn in der Luft jonglieren kann. Au! Ich habe auch Gefühle. So, halt. Die Beschwörung. Kosten jetzt genau 50. Oh, ich glaube, das deckt gar nicht. Mir früher hat es gesteckt. Wartet mal. Der Feenring halbiert um ein Viertel. Und der Smaragdring um ein Drittel. So, das ist klar. So halt, die Hälfte von 100 ist 50. Das ist klar. Ich wollte gerade sagen, so halt, ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass wir hier bei 33 rauskommen. Und das wäre ja, dann wäre ja der Smaragdring besser als der Feenring, obwohl man den später kriegt. Aber hey, die stacken halt nicht mehr. Früher haben die gestackt. Ja, das heißt, wir brauchen wieder neues. Haben wir den Yata-Spiegel noch? Nehmen wir den wieder. Da hat uns sehr gute Dienste erwiesen. Oh, du brauchst keinen Donnercake mehr. So, dann kann Rain den nehmen, dann kann sie besser heilen. Mit sie mehr TP für Revitalize. Sie wissen es nicht besser, Seti. Sie wissen es nicht besser. Sassin, Rain, Sassin. Oh, wir haben ja gar nichts mehr zum Heilen. Man merkt sofort, dass unsere TP nach dem Kochen nicht mehr hoch sind. Davon haben wir nichts. Das können wir jetzt noch machen. Hier haben wir eine mittlere Menge. Das können wir noch fünfmal machen. Oh, das sollten wir aber nicht Colette kochen lassen. Die kann es nämlich nicht. Genius, du bist doch ein sehr guter Koch. Ah, hier gibt es wieder Kirimas. Da sollten wir noch genug von haben. Ja, gut, dass wir diese kleine Pflanze da unten gemacht haben. Das bringt uns nämlich echt viel gerade. Warten, jetzt aber. Hui! Upsala! Und weiter geht die fröhliche Fahrt. Das ist der Rückweg. Also die Pflanze, die wir da gerade gemacht haben. Leute, wir sind endlich. Sind wir endlich da? Wie weit ist es denn zu diesem Geschichtstypen? Ich werde langsam müde. Hey, woher soll ich das wissen? Zelos, du bist erbärmlich. Sieht aus, als könnten wir von hier hochklettern. Dann ist es sicher nicht mehr weit. Nur Mut, Leute. Und dafür gibt's eine extra Szene. Wir haben's geschafft. Dieses Wasser sieht seltsam aus. Oh, wir haben da was vergessen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das gleich schon mal machen. Ich glaube, das muss man eh machen. Glaube ich. Hui. Und boom. Die Prusea einfach im Schatten hat, obwohl sie fällt. Da dieser Wasserfall, ne? Junge, Junge, Junge. Da ist ein Speicherpunkt. Und eine Truhe.
mit Zerstörer. Das klingt mächtig. Irgendwie dachte ich mir, dass das... Also dafür, dass das Ding Zerstörer heißt, sieht das Ding aber ziemlich schmächtig aus. So, wir sind schlau. Deswegen nehmen wir Orangengehe, um unsere TP aufzufüllen. So sieht's aus. Ja, das hier ist keine Stadt. Aber hier gibt's einen Wunderkoch. Das ist, glaube ich, der einzige Wunderkoch, der in einem Dungeon ist. Es ist Pescator. Mal gucken, was das macht. Pescatore, wo ist es denn da? Das können wir halt echt viel machen, weil es so viele verschiedene Fischarten gibt. Es stellt eine geringe Menge KPTP wieder her, erhöht zeitweilig die Magie- und Angriffsfähigkeiten. Ja gut, dann nehme ich lieber was, was halt nur Angriff, was halt nur TP und KP auffüllt, aber davon dann gleich viel. Menschen und Halbelfen? Oh, sie müssen der Archivar sein. Können Sie uns etwas Mana-Blattkraut geben? Bitte. Ich sehe, habt ihr den Stab des Ältesten. Ich würde ja gerne sagen, nehmt euch, was ihr braucht. Aber... Gibt es ein Problem? Es wächst an einem etwas schwierigen Ort. Ich weiß nicht, ob ihr da herankommen werdet. Wir haben es den ganzen Berg hierauf geschafft. Wir kommen daran, egal wo es ist. Wir schicken einfach Leute. Hey! Bitte sagen Sie uns, wo es ist. Na schön, folgt mir. Das Kraut wächst in der Höhle dort unten. Seid vorsichtig. Okay, auf Leute! Haben wir gespeichert? Ich speichere lieber nochmal. Just in case. Und dann geht's abwärts. Ah, das muss die Höhle sein. So, man kann sie nicht betreten, nur den Wasserfall zu teilen. Das ist allerdings ein schwieriger Ort. Aber der Wasserfall hat sich geteilt, also brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen. Und deswegen haben wir gerade noch... Deswegen haben wir gerade noch das mit dem Felsen gemacht. Das wusste ich nämlich noch. Wir haben es so gerade so... Hier sind wir vorhin langgelaufen. Also da unten. Wären wir schlau gewesen, wenn wir da einfach von außen hochgeklettert und hätten Colette hochgeschickt. Aha, das ist also das Kraut. Ziemlich auffällig. Du bist gerettet, Colette. Ja, danke, Lloyd. Was? Da ist etwas. Das wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Eine Riesenpflanze. Also ich weiß nicht, ob ich das Ding noch Pflanze nennen würde. Sie bewacht das Kraut? Ist es hier eine Aussage? Ein Plantix. Feuer is the way to go here. Na dann. Na. Au! Ich hab auch Gefühle. Hau mich noch einmal. Du wirst es bereuen, das schwöre ich dir. So, let's go. Schlag mich doch, wenn du dich traust. Du kommst ja eh nicht zum Angreifen. Lebt dieses Ding überhaupt? So, du hast es. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Oh, falsches Ding. Ich bin entsetzt. Das war mein Kraftschub gerade. Gut, dass wir noch ein Ass im Ärmel haben. Oh, wir haben noch Thunderblade drauf. Upsi.
Junge, will ich den Ding in einem Arschtritt geben, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, das ist ihr gleich Gesicht. Vielleicht kriegen wir ihn noch einen. Das war es uns nicht wert. Da hat Ifrit gar keine Zeit für. Au. Au. Sag ich doch. Ein Kombo ist. Arschgesicht ist das. Das ist es, was es ist. Das war ein ganz schön zähes Gewächs. Naja. Deshalb hat er es also als schwierigen Ort bezeichnet. Ich dachte, er hat es als schwierigen Ort bezeichnet, weil der Wasserfall davor war, wie ihr gerade gesagt habt. Was soll's. Wir haben das Kraut, also alles in Ordnung. Stimmt. Das da ist übrigens das Kraut, nur damit ihr es wisst. Fantastisch! Wow, das hat sie lange nicht mehr gemacht. Ja, dieses Kraut wurde in dieser Welt schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich dachte, die Elfen brauchen das für ihre Magie. Um seine Geschichte zurückzuverfolgen, müssen wir uns in die Zeit des Ulfe-Aufstands vor 130... Oh je, wir haben schon lange keinen Geschichtsunterricht mehr gehabt. Wie kannst du das nur so auf die leichte Schulter nehmen? Riegel, schnell! Unterbrich mich nicht, Riegel. Ich bin gerade dabei, die geschichtliche Bedeutung des damaligen Aufstands zu erläutern. Der Ulfe-Aufstand, das ist ein wichtiges Ereignis der modernen Geschichte von Tessiala. Bitte fahre fort. Oh, ich habe keine Lust zum Lernen. Oh, schön. Hallo, wir haben das Kraut. Ihr seid also heil zurückgekommen. Sie wussten von der riesigen Pflanze, die das Mana-Blattkraut bewacht, nicht wahr? Ja, aber selbst wenn ich es euch gesagt hatte, hättet ihr nicht anders gehandelt. Ich habe euren starken Willen gespürt. Natürlich, es ist für eine gute, teure Freundin. Leid. Übrigens, leben Sie schon lange hier? Ja, ich bin derjenige, der die Lehren des Elfendorfs an die nächste Generation weitergibt. Hier webe ich verschiedene Geschichten in das Mana-Blatttuch ein. Was für Geschichten? Legenden, die vom Himmel herab, von Elfen, die vom Himmel herabstiegen und von der Geburt der Menschen, der Aufstieg und der Fall der Balakruf-Dynastie, die Ankunft der Engel, der göttliche Kalan-Baum, der Kalan-Krieg und die Geschichte des Helden Miphos. Hey, hey, hey! Ich dachte, Miphos der Held wäre in Heimdall tabu. Das hier ist nicht Heimdall. Ich lebe hier, um die Legenden weiterzugeben, ohne den Bräuchen von Heimdall unterworfen zu sein. Wer war denn eigentlich der Held Miphos? Sein Name fällt immer, wo auch immer wir hingehen. Sein Name wurde auch in den Bündnissen mit den Elementargeistern erwähnt. Die Legende von Miphos hat auch irgendetwas damit zu tun, wie wir Colette heilen können. Miphos wurde in Heimdall geboren. Er war ein Außenseiter, der bei Beginn des Kalan-Krieges aus dem Dorf verstoßen wurde. Er beendete den Kalan-Krieg mit seinen drei Gefährten, um ins Dorf zurückkehren zu können. Ein Außenseiter? Soll das heißen, er war ein Halbelf? Miphos ein Halbelf? Das ist unmöglich. Ja, Miphos war ein Halbelf. Nur einer seiner Gefährten war ein Mensch, die anderen waren Halbelfen. Sie wurden als Ausgestoßene behandelt, überwanden dies jedoch und beendeten den Krieg. Warum darf sein Name dann in Heimdall nicht erwähnt werden? Weil er ein Halbelf ist. Nein, das stimmt nicht. Es liegt daran, dass der Held Miphos, der Liebling von Origin, ein gefallener Held ist. Ein gefallener Held? Wie meinen Sie das? Diejenigen, die Origin betrogen und die Macht von Origins magischen Schwert dazu verwendeten, die Welt zu teilen, waren Miphos und seine Gefährten. Miphos Yggdrasil, seine ältere Schwester Martell und ihre Gefährten Juan und Kratos. Die vier Engel veränderten das Wesen der Welt und darum dürfen ihre Namen in Heimdall nicht genannt werden. Yggdrasil von Crucius ist der Held Miphos? Und seine Gefährten waren Martell, Juan und Kratos? Das ist unmöglich! Kratos ist der Freund eines Helden von vor 4000 Jahren? Selbst ein Elf kann nicht so lange leben. Engel können spezielle Kampffertigkeiten nutzen,
die im Kalan-Krieg entwickelt wurden. Eine davon nutzt das Mana des Körpers, um den Metabolismus zu verändern und die innere Uhr des Körpers anzuhalten. Somit altern sie nicht und leben länger als Elfen. Ich denke, eine Spezies sollte die ihr zugedachte Lebensspanne nicht überschreiten. Ich bin total verwirrt. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wirklich? Mindestens eins wissen wir doch sicher. Die Macht von Origin hat etwas mit der Teilung der Welt zu tun. Und das magische Schwert ist der Schlüssel. Genau. Wir dürfen unser eigentliches Problem nicht aus den Augen verlieren. Unser Ziel ist die Rettung der beiden Welten. Ja, wir konnten den göttlichen Baum nicht im Zaun halten. Aber wenn wir die Welten wieder in ihre ursprüngliche Form zurückführen können... Zumindest können wir dieses System, in dem die Welten um Mana konkurrieren, umwandeln. Ja, du hast recht. Wenn man ein Erbsenhirn besitzt, sollte man das denken lassen. Ihr seid gemein. Gehen wir zu unserem nächsten Zielort. Danke, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Möge der göttliche Baum über euch wachen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mana-Fragment. Ob es das wirklich in Daerys Kalan gibt? Bisher setze ich erstmal hin. Ich bin auch neugierig auf Origins magisches Schwert. Möglicherweise ist das ein Schlüssel zur Rettung der Welt. Aber das wird gefährlich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Was soll das denn heißen? Das heißt, wenn man kein Wagnis eingeht, erhält man auch keine wichtigen Dinge. Ach so. Wirklich, Leute, man könnte an dir verzweifeln. Aber Zelos hat recht. Lass uns ins Hauptquartier von Crucis gehen, also auf nach Daerys Kalan. Aber wie kommen wir denn dahin? Den Schriften zufolge ist der Turm des Heils der Eingang. Dann sollten wir zum Turm des Heils gehen? Auf dieser Welt ist doch auch einer, oder? Naja, ja, da ist einer, aber wir brauchen mal einen Crucis-Kristall. Der Crucis-Kristall ist der Schlüssel zum Turm des Heils. Du weißt ja gut Bescheid. Ja, ich bin schließlich der große Auserwählte. Aha, du wurdest also auch mit einem Crucis-Kristall geboren. Ja, meine Schwester hat ihn derzeit. Sie ist in der Abtei südöstlich der Toysi-Mine. Okay, gehen wir dort vorbei. Schön, dass das Spiel wenigstens so fair ist und uns hier absetzt. Gut, beim nächsten Mal geht's ins Hauptquartier des Feindes. Eigentlich ziemlich cool, bis jetzt haben wir in jedem Part einen Dungeon geschafft. Das macht mich ziemlich glücklich. Wir haben das alles schnell abgearbeitet. Das ist, Wartet, in der Richtung ist das. Cool. Stelle ich mich schon mal hin, dann können wir da beim nächsten Mal nämlich gleich hinflitzen. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ab zur Toysi-Mine, cooles Kristall holen und dann geht's nach Daerys Kalan und dann holen wir uns das Mana-Fragment. Dann haben wir die Schnitzeljagd nämlich auch durch. Gut, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.